Wegen der zu erwartenden Härte der Auseinandersetzung sollen alle andere Industriezweige weltweit mit Gesetzesgewalt zur Unterstützung der Interessen der Pharmaindustrie und gegen die Gesundheitsinteressen der Menschen gezwungen werden. Unsere Antwort ist klar. Dieses unglaubliche Vorhaben ist ein Zeichen der Stärke, ist kein Zeichen der Stärke der Pharmakonzerne, sondern ein Zeichen der Verzweiflung. Die Nachricht, dass Tiere keinen Herzinfarkt kennen, weil sie genügend Vitamin C herstellen, wird zwangsläufig einen Milliardenmarkt an Cholesterinsenkern, Beta-Blockern, Calcium-Antagonisten und anderen Herz-Kreislauf-Medikamenten zusammenbrechen lassen. Sie halten den Appell zum Erhalt der Vitaminfreiheit in Ihrer Hand. Sprechen Sie mit Freunden, Nachbarn und Kollegen über die Codex-Kommission. Sammeln Sie Unterschriften. Gemeinsam werden wir diese unethischen Pläne verhindern. Man betrachtet diese Machenschaften und fragt sich unwillkürlich, warum spielt bei diesem Vorhaben, das Gesundheit und Leben von Millionen Menschen gefährden wird, gerade die deutsche Pharmaindustrie und die deutsche Regierung eine federführende Rolle? Jedem Gast, der die Wartehalle des Frankfurter Flughafens betritt, wird der Einfluss der deutschen Pharma- und Chemiekonzerne klar. 4 von 6 Namen am offiziellen Firmentreffpunkt sind Pharmakonzerne. Eine Art Visitenkarte der deutschen Industrie. Doch dies ist nur die Oberfläche. Um die globale Schlüsselrolle der deutschen Regierung im Rahmen der Codex-Kommission zu verstehen, müssen wir die enge Verflechtung zwischen der Chemie- und Pharmaindustrie und der deutschen Politik in diesem Jahrhundert näher betrachten. Das mächtigste deutsche Wirtschaftsimperium in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts war die Interessensgemeinschaft Farben, kurz IG Farben, ein Zusammenschluss von BASF, Bayer und Hoechst und andere Chemie- und Pharmakonzerne. Die IG Farben war der größte Einzelspender für den Wahlkampf Adolf Hitlers und nach seiner Machtergreifung der größte Nutznießer des deutschen Eroberungsfeldzuges, dem Zweiten Weltkrieg. 100% aller Sprengstoffe, 100% aller synthetischen Treibstoffe stammten aus den Fabriken der IG Farben. Eine US-Untersuchungskommission kam bereits 1946 zu dem Schluss, dass ohne die IG Farben der Zweite Weltkrieg schlicht nicht möglich gewesen wäre. Keiner, der den Film Schindlers Liste sah, wird die Szene im KZ Auschwitz vergessen. Auschwitz war die größte Massenvernichtungsanlage in der Menschheitsgeschichte. Aber das KZ war nur die Nebenstelle. Das Hauptprojekt hieß IG Auschwitz. Die größte Industrieanlage der Welt zur Herstellung von synthetischem Benzin und Gummi für die Eroberung Europas. Am 1. März 1941 inspizierte Reichsführer der SS gemeinsam mit dem IG Farben-Vorstand die Baustelle. Am 7. April ist Richtfest. Am 14. April schreibt das für Auschwitz verantwortliche IG Farben-Vorstandsmitglied Otto Ambros an seine Kollegen in Ludwigshafen, zitiere, unsere neue Freundschaft mit der SS wirkt sich sehr segensreich aus. Wir haben alle Maßnahmen festgelegt, welche die Einplanung des KZ-Lagers zugunsten unseres Werkes betreffen. Zitat Ende. Auch die Pharmaabteilung der IG Farben benutzte die KZ-Häftlinge zu Menschenversuchen, wie zum Beispiel im Test neuer Impfstoffe. Und um die Altersversorgung brauchten sich die Häftlinge keine Gedanken zu machen. Die Kranken und Schwachen wurden am Werkstor der IG ausgesondert und vergast. Selbst das Giftgas Zyklon B, mit dem über 5 Millionen Menschen vernichtet wurden, stammte noch von der IG Farben. Im Nürnberger Kriegsverbrechertribunal wurden 24 IG Farben-Manager wegen Massenmordes, Völkerversklavung und anderen Verbrechen verurteilt. Doch bereits 1951 waren sie alle wieder auf freiem Fuß und als Berater von Pharmaunternehmen tätig. Das Nürnberger Gericht verbot die IG Farben und zerlegte sie in Bayer, Hoechst und BASF. Heute ist jeder der Zöglinge 20-mal so groß wie die IG Farben-Mutter zu ihrer Hochzeit im letzten Kriegsjahr 1944. Die Vorsitzenden des Aufsichtsrats, die höchsten Positionen von BASF, Bayer und Hoechst, waren noch ein Vierteljahrhundert lang
nach Kriegsende mit Mitgliedern der NSDAP besetzt. Karl Wurster, Vorstandsvorsitzender der BASF bis 1974, war zu Kriegszeiten im Aufsichtsrat des Zyklon B-Herstellers. Karl Winacker, Vorstandsvorsitzender von Höchst bis in die 70er Jahre, war Mitglied der SA und saß im IG Farben-Vorstand vor Kriegsende. Und auch der dritte, Kurt Hansen, Vorstandsvorsitzender von Bayer bis in die 70er Jahre, war während und nach dem Krieg Mitorganisator des Eroberungsfeldzuges in die sogenannten Zentralstelle für Rohstoffbeschaffung. Auch in der Nachkriegsordnung unterstützte die IG Farben-Töchter Politiker, die ihren Interessen vertraten. Die BASF förderte bereits in den 50er und 60er Jahren die politische Karriere eines jungen Abgeordneten aus dem Ludwigshafener Vorort Oggersheim. Die Beziehung entwickelt sich zu beiderseitigem Vorteil. Der Abgeordnete ist seit 16 Jahren Bundeskanzler. Die deutsche Pharma- und Chemieindustrie wurde während seiner Amtszeit zum führenden Exportland der Welt mit Niederlassungen in über 150 Ländern der Erde. Mehr als die IG Farben jemals hatte. Die Unterstützung der deutschen Politik für die weltumspannenden Wirtschaftsinteressen der deutschen und internationalen Pharmakartelle hat also eine fast 100-jährige Tradition. Vor diesem Hintergrund ist auch die Unterstützung Bonns für die unethischen Pläne der Codex-Kommission zu verstehen. Der US-Chefankläger gegen die IG Farben-Direktoren im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess sah diese Entwicklung offenbar voraus, als er sagte, diese Angeklagten, die Manager und Vorstände der IG Farben und nicht die unzurechnungsfähigen Nazi-Fanatiker sind die Hauptkriegsverbrecher. Sollte die Schuld dieser Angeklagten nicht ans Tageslicht gezogen und bestraft werden, so werden sie für den künftigen Frieden der Welt eine viel größere Gefahr darstellen als Hitler, wenn er noch am Leben wäre. Bereits zweimal in diesem Jahrhundert ging von deutschem Boden unsägliches Leid für die gesamte Erde aus. Setzt sich das Pharmakartell mit Bonner Hilfe durch, wird der jetzt mögliche Sieg über den Herztod verhindert und allein in der nächsten Generation werden noch viel mehr Menschen umkommen als im Zweiten Weltkrieg. Eine 500 Millionen Menschen, unnötig gestorben am Herzinfarkt. Zweimal in diesem Jahrhundert haben die Menschen Deutschlands geschwiegen, bis es zu spät war. Dies darf nicht ein drittes Mal geschehen. Wir, die Menschen Deutschlands, haben jetzt die Chance, der ganzen Welt zu beweisen, dass wir aus der Geschichte gelernt haben. Das nächste Treffen der Codex-Kommission findet im Herbst 1998 in Bonn statt. Was ist zu tun? Nun, wir werden den Abgeordneten unseres Wahlkreises so lange auf die Füße treten, bis die Volksvertretung in Bonn jede weitere Beteiligung an der Codex-Kommission aus Politik und Wirtschaft gesetzlich unterbindet. Diejenigen Abgeordneten, die nicht auf uns hören wollen, wählen wir im nächsten Jahr einfach ab. So einfach geht das.